Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 473. Mathe-Video. Heute geht es in einer Anwendungsaufgabe einmal um die Fläche zwischen zwei Graphen, und zwar etwas komplexer als normalerweise. Ich habe mal eine Grafik hier gemacht, und zwar die Fläche soll die Form eines Fisches haben, den man sich meinetwegen aus Spannplatten ausgeschnitten denkt, und dann will man ihn anstreichen, und wie groß ist er, und ein Quadratmeter Farbe kostet. Also ein Liter Farbe kostet 15,90 Euro. Damit kann man 7 Quadratmeter streichen. Wie groß ist, wie teuer ist der Anstrich? Das habe ich alles weggelassen. Es geht nur darum, diese schraffierte Fläche auszurechnen. Wenn man sich das einmal anschaut, dann gibt es hier zwei Funktionen. Und zwar einmal die obere Funktion f von x, die geht bis hierhin. Und zwar f von x ist Wurzel x. Für den Fall, dass x zwischen 0 und 4 liegt. Ich habe also hier von 0 bis 4. Und hier die Funktion, die hier unten ist. G von x ist 1 Neuntel x Quadrat minus 8 Neuntel x minus 16 Neuntel. Also so ein Stück von der Parabel, auch zwischen 0 und 4 definiert. Und das, was hier angesetzt ist, ist ein Halbkreis. Da gibt es keine weiteren Anmerkungen zu. Die Frage ist, welche Flächeninhalt hat dieser stilisierte Fisch? Bei solchen Aufgaben muss man sich erstmal so ein Schema ausdenken, wie berechnet man die Flächen. Wenn es mehrere Flächen sind, ist es sinnvoll, sich festzulegen, welche Teilflächen berechnet man. Ich habe das so gemacht, das ist jetzt ein Vorschlag, es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Wir berechnen drei Teilflächen. Einmal in einem ersten Schritt diese Schwanzflosse, das wäre der erste Schritt, im zweiten Schritt den Körper und im dritten Schritt den Kopf. Das wäre hier. Hier ist ja das Auge. Hier könnte ich noch so eine Wimper machen. Und damit der Fisch ein bisschen freundlicher guckt. Gut. Ja, das wäre also das Gebiet. Die Aufgaben, das Thema ist klar. Es geht um zwei Funktionen, die offenbar einen Schnittpunkt miteinander haben. Und innerhalb eines bestimmten Intervalls soll man also die Fläche ausrechnen. Wie man das macht, vom Prinzip her, habe ich ja in den letzten Videos gezeigt, das Integral von oberer Funktion minus unterer Funktion innerhalb der Grenzen. Und dann schauen wir uns das hier einmal an. Die Schwanzflosse steht hier also, es wäre also g von x minus f von x von 0 bis 1. Und zwar deshalb, weil die Funktion g von den Funktionswerten her größer ist als die Funktion f auf dem Intervall 0, 1. Das kann man unmittelbar der Zeichnung entnehmen. Hier diese Funktion, also größer heißt größere y-Werte. Hier ist die Funktion g und darunter liegt die Funktion f, wo das Ganze geht von 0 bis 1. Das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Man muss nur mit den Klammern so ein bisschen aufpassen. G von x minus f von x ist also, hier seht ihr, die Funktion g von x minus der Funktion f von x. Ja, dann muss man sich dazu eine Stammfunktion überlegen. Das geht, weil es Summen oder Differenzen sind, termweise. Die Stammfunktion von 1 Neuntel x Quadrat ist 1 27 x hoch 3. Das kann man sofort überprüfen, indem man zum Beispiel diese Funktion wieder ableitet. Also 1 27 mal 3 mal x hoch 2 gibt 1 Neuntel x Quadrat. Die Stammfunktion von minus 8 Neuntel x ist also minus 4 Neuntel x Quadrat nach dem gleichen Schema. Die Stammfunktion von 16 Neuntel ist 16 Neuntel x. Und die Stammfunktion von minus 1/2 ist, da habe ich schon mal einen Rechenfehler, ist minus 2 Drittel x hoch 3. Das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Jetzt habe ich hier nochmal einen Rechenfehler gemacht. Und dann stimmt das Ergebnis nicht. machen wir mal in 27. Das wäre also 1 27. minus 12 27. plus 3 48 27. Das sind 2 Drittel mal 9 minus 18 27. 48 minus 18 sind 30, 31 minus 10 sind 21, minus 2 sind 19 27. Okay, das wäre also das Erste. Ja, der Körper, ich scroll noch einmal nach oben.
Der Körper, seht ihr hier, geht von 1 bis 4. Da sind ja netterweise die Schnittstellen schon vorgegeben. Ich weiß nicht, ob ich sie noch ausgerechnet habe, gleich mal gucken. Hier gilt allerdings für den Körper f von x minus g von x, sodass man das hier einmal vertauschen muss, im Gegensatz zum ersten Schritt. Habe ich auch hingeschrieben, f von x minus g von x von 1 bis 4. Ihr seht, das ist im Prinzip das Gleiche. Mal gucken, ob ich hier wieder so viele Vorzeichenfehler gemacht habe. Also diesmal Wurzel x minus. Ihr seht, das habe ich ja eben auch gemacht, ist die allerbeliebteste Fehlerquelle bei der Integration von einer Differenzfunktion, so wie hier, dass man Vorzeichenfehler macht, wenn man die zweite Funktion subtrahiert. Das ist, glaube ich, 95% aller Fehler passieren an der Stelle. Also muss man doppelt hingucken. Wurzel x minus 1/9 x Quadrat plus 8/9 x minus 16/9 x minus 16/9 x. Das stimmt. Die Stammfunktion habe ich schon eben vorgemacht. Von 1 bis 4 wäre obere Grenze minus untere Grenze. Und ich habe ausgerechnet mit dem Taschenrechner ohne Gewehr 3,67 Flächeneinheiten. Das dritte ist der Kopf. Auch den gucken wir uns nochmal an. Der Kopf ist ein Halbkreis, das steht da ja. Jetzt ist nichts über den Kopf gesagt, es steht ein Halbkreis, der Flächeninhalt eines Kreises. Ein Kreis ist ja gleich Pi r Quadrat, also habe ich den Halbkreis, ein halb Pi r Quadrat, das Pi kenne ich, und den Radius muss ich bestimmen. Ihr seht, der Radius ist im Prinzip der Funktionswert an der Stelle 4. Also das wäre hier oben die Stelle. Also ich nehme 4 und dann nehme ich hier oben den Funktionswert. Das wäre also hier die Stelle f von 4. Und weil das so schön symmetrisch ist, also es soll symmetrisch sein, wäre das also die Hälfte davon. Also schauen wir uns einmal unten an. Ja, an der Stelle 4, 0 liefert f von ihr den Durchmesser des Halbkreises. Den Durchmesser des Kreises, weil ich einen Halbkreis brauche, also f von x ist ja Wurzel x, f von 4 ist Wurzel 4 und 2 ist der Durchmesser, also ist der Radius 1. Das ist natürlich eine hübsche Kiste. Der Flächeninhalt eines Halbkreises ist ein halb pi r Quadrat und mit r gleich 1 kriege ich da genau. Ja, ihr seht, ich bin ganz begeistert von mir, ein halb pi, also gleich pi 0,5 mal pi. Jo, dann haben wir hier plus 0,5 mal Pi und Taschenrechner stimmt nicht. Taschenrechner. Wir gucken mal. 55/27, das ist glaube ich 1,5. Das Doppelte von 27 ist 54. Das werden also umgekehrt. Der Kehrwert von 1,5 ist 2. Plus 3,767 sind 5,67. 5,67 plus 1,5 Pi, 3,14, die Hälfte von 3 ist 1,5, 1,57 plus 1,57, dann habe ich etwa 7, und ein paar zerquetschte. Ja, okay, als Anwendungsaufgabe. Das wäre so ein Beispiel. Im nächsten Video geht es dann, ihr seht, das ist im Prinzip immer das Gleiche mit den Flächeninhalten zwischen zwei Flächen, wenn man das einmal verstanden hat. F von x minus g von x innerhalb der Schnittflächen, dann kann man da eigentlich nur noch so Fehler machen, wie ich sie hier vorgemacht habe, indem man sich laufend verrechnet. Bitte ich einmal um Nachsicht. Im nächsten Video geht es um eine etwas schwierigere Sache. Ich mache mal so ein kurzes Video. Man redet ja immer davon, die Funktion ist integrierbar und man schreibt ja alle möglichen Funktionen hinter dieses Integralzeichen. Was das überhaupt ist, Integrierbarkeit, was das für ein schwieriger Begriff ist und warum die, warum das Thema der Integrierbarkeit sehr viel komplizierter ist als das Problem der Differenzierbarkeit. Das erkläre ich dann so ein bisschen in wohlgesetzten, einfachen Worten im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.